Also Star Wars News einfach. Henrik und Daniel, lass uns Star Wars News. Star Wars News. Herzlich willkommen zu unserem Project Pop Culture Podcast. Wir sind mal wieder oder immer noch in trauter Dreisamkeit hier. Also ist mit dabei Daniel. Ich grüße euch. Und Henrik. Hallo. Und ich bin immer noch hier. Und wir wollen heute einfach mal einen kurzen Talk über die aktuellen Star Wars News machen. Also, wie sieht das aus? Was sind da für Regisseure entlassen worden, neue eingestellt? Was haltet ihr von den Regisseuren und so weiter? Und da werde ich mich entspannt zurücklehnen und vielleicht ein bisschen moderieren und lieber hier mal die beiden Star Wars Experten dazu befragen. Sag doch mal, Henrik, was sagst du zur aktuellen Entwicklung, gerade bezüglich Star Wars 8? Danke, dass du fragst, Lasse. Okay, dann fangen wir erstmal mit Star Wars 8. Star Wars 8? Star Wars 9. Ja, pardon. Gut. Gut, dann fangen wir erstmal mit Star Wars 9 an, wo ja jetzt kürzlich Colin Trevorrow entlassen wurde. Und kurz danach wieder rauskam, dass wieder JJ die Regie übernimmt. Von Episode 9. Jesus Maria. Ich bekreuzige mich gerade. Daniel kreuzigt sich deshalb selber schon. Selber hämmert er sich Nägel in die Hände. Ich weiß jetzt auch nicht jedes Detail, aber er schreibt auch das Drehbuch mit. Nicht alleine, meine ich, aber mit. Ich weiß jetzt nicht, mit wem anders, aber das ist ja erstmal News genug, dass Colin da raus ist. Schreibt er, glaube ich, zusammen mit, wie hieß der von Episode 6, ne? Wissen wir denn auch? Nee, 7. Nee, von Episode 6. Ich will darauf hinaus, dass... Georgie Boy. Ich will darauf hinaus, dass 7... Ja, nicht mit... Was? Ich will darauf hinaus, dass 7 genauso war wie 4. Also 9 wahrscheinlich genauso ist wie 6. Witzig. Gibt es denn offizielle Gründe, warum Colin raus ist? Wurde dazu schon offiziell Stellung genommen, Henrik? Ja. Warum? Ja, also ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen, aber ich meine das offizielle Statement von hier Disney oder halt Lucasfilm. Ja, oder auch, wie du kannst es gleich den Namen nennen, Kathleen Kennedy. Ja, nun bleiben wir doch mal erstmal ruhig. Wir wollen erstmal die Fakten klären. Okay. So, das war ja eher wieder so ein Statement, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von wegen kreativen Differenzen und wir kamen nicht auf einen Nenner und so ähnlich, also... weiß man nicht genau, was hinter den Kulissen abging, sondern genau, das Statement versuchte das nur ein bisschen zu relativieren. So, und was vielleicht noch wichtig ist, dass Colin Trevorrow ja Jurassic World gemacht hat. Oh ja. Und dann danach wieder einen kleineren Film. Mit Lee Pace übrigens. Da hat Lee Pace mitgespielt, Und Naomi Watts, ne? Wie ist er denn nochmal? Lasse, erinnerst du dich noch an den Titel? Wir wollten reingehen, haben es aber nicht geschafft. Meinst du Book of Henry? Nee. Book of Henry. So, und der hat ja richtig vernichtende Kritiken bekommen. Nein. Echt? Doch, ja. Und das, also es der arme Lee Pace. Es wird gemutmaßt, dass, so was ich jetzt gehört habe, dass das auch ein Grund war dafür, dass jetzt halt er nicht mehr die Regie von Episode 9 hat. Ja. Aber Book of Henry ist ein Independent-Film. Das ist ein kleiner Familienfilm. Ja, egal. Und Jurassic World hat aber voll die Karriere gemacht. Darf ich kurz? Aber Jurassic World ist auch scheiße. Sag mal! So, darf ich kurz, das offizielle Statement ist, Lucasfilm und Colin Trevorrow haben im gegenseitigem Einverständnis beschlossen, bei Star Wars Episode 9 getrennte Wege zu gehen. Colin war ein großartiger Mitarbeiter während des Produktionsprozesses, aber wir alle sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir alle unterschiedliche Visionen für das Projekt haben. Wir wünschen Colin nur das Beste und werden bald weitere Informationen geben. Wer hat das geschrieben? Kathleen Kennedy? Ein offizielles Statement. Oder war das Lee Pace? So, das ist aber jetzt so, was sollen sie auch anderes sagen? Ne? Ja, das ist halt ein normales Statement. Nee, ist kein normales Statement. Klar. So hört sich das an, wenn du wen kündigst. Ja, gut, aber es ist so jetzt richtig, nicht, wenn du wen aber kündigst. Aber es sagt jetzt, es schiebt jetzt keinem die Schuld zu. Nein, das nicht, sondern... Nee, es ist einfach so... Wir kommen einfach nicht mehr miteinander klar und trennen uns, Punkt. Genau, also kannst du jetzt nicht sagen, okay, wann wem lag's oder wie auch immer. Es gibt dir keine klaren Gründe. Ja. Ne? So. Ja. Colin ist aber nichtsdestotrotz ein cooler Regisseur. Nein, dem widerspreche ich. Ich kenne Jurassic World, aber der ist ja wohl... Sag mal, Henrik, das kann doch jetzt nicht sein, dass du mein Lieblingsfilm... Ja, dann müssen wir mal einen separaten Podcast aufmachen. Aber warum greifst du jetzt meinen Lieblingsfilm an? Ja, weil mir der nicht gefallen hat. Ja, dann möchte ich das jetzt aber ganz kurz wissen, denn ich weiß ja nicht, warum er dir nicht gefallen hat. Kannst du es bitte ganz kurz begründen? Oh Gott. Also, pass auf, wo geht's los? So viele kleine diese Kritik wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz und Coca-Cola. Ganz kurz, sonst müssen Danke, wir diesen Lasse. Podcast irgendwie umbenennen. Und weil, ganz kurz, das interessiert mich jetzt. Was hat dir nicht gefallen an Jurassic World? So, es ist jetzt auch wieder ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Ja,
Ja, lass mich kurz. Genau. Du weißt es nämlich gar nicht, was dir da nicht gefallen hat. Ganz viele Kleinigkeiten. So fangen wir an bei dem Jungen. Die Kids waren mir schon mal unsympathisch. Der Junge, dieser neunmal kluge Alleswisser, so wie kein Kind reagiert, der alles wusste über den Park. Dieses ganze Raptoren? Das waren Velociraptoren. Ja, scheiß drauf. Hallo, wie emotional bist du denn? Wie heißt der eine Militär-Heini, der sie so ausbilden wird? Lass mich doch ihm aussprechen. Der sie so ausbilden wird, um sie gegen Terroristen oder so anzuwenden. Also ich glaube, so ein ähnlicher Dialog kommt in dem Film drin vor, wo ich, also wirklich, da habe ich alles verloren. Er möchte die Velociraptoren domestizieren. Das ist doch kompletter Quatsch. Ja, um sie dann gegen Terroristen und feindliche Mächte zu hetzen. Hallo, überleg mal, 10 T-Rex, ja, da kommen so 20 Al-Qaida-Typen nicht gegen an. So, die Charaktere haben mir nicht gefallen. Das ganze Product Placement ist ja jetzt auch erstmal zweitrangig, aber das war auch sehr ins Gesicht. Ich weiß nicht, dieses... Habe dir die Blu-ray gegeben. Zum Schluss. Ja, ich finde den Film auch nicht schlecht. Ich finde, der macht Spaß. Trotzdem ist das Product Placement pervers. Das Raptoren T-Rex Tag Team, das war ja wohl mal übelste Scheiße. Was für ein Tag Team? Ja, das, wo sich der Raptor und der T-Rex fast einen Fistbump geben, weil sie den anderen platt machen. Den Indominus Rex. Das war so richtig gut. Der auch irgendwie alles kann. Warum kann er sich unsichtbar machen? Ist das sinnvoll für die Gäste, wenn sie einen unsichtbaren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie Honest Trailer zitiere, aber hat mir einfach nicht gefallen. Sorry, fand ich. Colin Trevorrow, der hat richtig guten Fanservice geleistet erstmal. Viele kleine Hints, die dem Jurassic Park Fan Freude gemacht haben. Ich wollte jetzt nicht über Jurassic Park. Nein, denn ich will jetzt auch wieder die Brücke schlagen. Darf ich jetzt die Brücke schlagen, bitte? Lass ihn die Brücke schlagen. Er hat viele kleine Hints eingebaut. Pontifex Maximus. Er hat viele kleine Hints eingebaut und Fanservice geleistet für die Jurassic Park Fans. Und ich habe gehofft, dass er das bei Star Wars auch so machen wird. Dass er in den Star Wars Filmen nämlich auch Hints einbaut, so viele kleine Momente, wo man sich einfach freut, wo man Sachen wiederentdeckt, weil man die schon kennt, Motive, Attribute, so kleine narrative Elemente auch. Einfach so, wo man sich dran erfreuen kann. So, das finde ich, hat der in Jurassic World ziemlich gut hingekriegt. So kleine Freuden erzeugt, die man da im Hintergrund sieht oder auch von der Story anhergehen. Und da habe ich mich... Er kann einen Jurassic Park abbilden. Super, toll, Colin. Wow, du hast den ersten gesehen und ihn nochmal gemacht. Und da habe ich mich eben gefreut. So. Hat JJ was anderes bei Star Wars 7 gemacht? Ich habe mir da ein selbes. Nein, JJ Abrams ist ja auch... Da wollen wir jetzt aber gar nicht drauf hinaus. Okay, das ist jetzt Moment. Super. Ihr habt da so verschiedene Meinungen zu Jurassic World und zu Colin Trevorrow. Hendrik, was wolltest du sagen, apropos Colin? Ja, nun geht es ja um JJ auch, ne? Der hat ja jetzt wieder Regie übernommen. Und so. Du bist ja nicht so angetan. Nein. Stimmt, der Podcast wurde nicht veröffentlicht, aber Episode 7 hat ihm auch nicht gefallen. Mir hat nicht Episode 7 gefallen. Genau, das wollte ich damit einmal für den Zuhörer zusammenfassen. Ja, Episode 7 hat mir nicht gefallen. Alles klar, haben wir jetzt auf Band. Aber was für andere Optionen hätte denn jetzt Kathleen unter anderem gehabt? Episode 8? Scheiße, jetzt fehlen kreative Differenzen. Ryan Johnson, ne? Hendrik. Kreative Differenzen zwischen dem Produzenten und dem Regisseur. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Besonders wenn der Film in Kürze erscheinen soll schon. Du weißt, wir haben über im letzten Podcast auch über Peter Jackson gesprochen und Del Toro. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Denn ein Regisseur hat verschiedene kreative Visionen. Wird der eine entlassen, muss der andere seine kreative Vision in möglichst kurzer Zeit verwirklichen. Und das ist meistens der Untergang für den Film. Weil wie soll das denn gehen? Ja, weil JJ hat jetzt noch 2 Jahre Zeit. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich rede von JJ, aber wir haben jetzt noch mehr Zeit. Ah ja, ich hatte eben gerade noch... Bist ein bisschen verwirrt. Ja, da müssen wir erstmal entweder bei den Han Solo oder den... Ja, wir reden aber die ganze Zeit über Episode 9. Wir reden nur über Episode 9. Erstmal ja. Ja, ach so. Aber was denkt ihr denn inwiefern... Wenn er in Rage redet, dann verliert er irgendwie die Konzentration. Was denkt ihr denn, in welchem Production-Status war denn dieser Film gerade? Star Wars Episode 8. Also, wie viel hat... 8 jetzt oder 9? 9. Nein, Jesus, ihr bringt mich sowas... Was ist denn los? ihr bringt mich so durcheinander. Der Abrams macht jetzt 9. Das ist korrekt. So, und den sollte vorher Colin machen. Das ist richtig. So, danke. So, und wie weit war schon Colin mit Episode 9? Na, Drehs gab es ja zum Beispiel noch keine. Nee.
Aber es war nur Pre-Production. Drehbuch, grobe Drehbuch. Ganz sicher gibt es ein grobes Drehbuch, weil sie ja, ja über die drei Teile ein Drehbuch so spannen. Und jetzt holen die den Abrams wieder rein, der den 7 schon ja kaputt gemacht hat, sozusagen. Sagen die einen gerettet, sagen die anderen. Gut, das kann man jetzt so oder so sehen. Und Hendrik und ich repräsentieren diese Polarität ja par excellence. So. Und ich sage für mich, modernisiert hat. Denn es ist ja 4 ja in heutige Zeit gebracht. Und das war für mich perfekt als Einstieg jetzt wieder in die neuen Star-Wars-Teile. Ja, im Grunde merke ich gerade bei den News, dass wir eigentlich noch mal über Jurassic World ausgiebig reden müssen. Über Episode 7. Und ja, aber dass wir verschiedene Meinungen haben, ist ja einfach bekannt. Aber wir können ja unabhängig davon mal drüber sprechen. Wir merken also jetzt schon, Daniel hat keinen Bock auf JJ, Henrik hat richtig Bock auf JJ. Nee, nicht richtig, aber ich bin also besser als andere Optionen. Besser als Colin, auf alle Fälle. JJ Abrams kopiert. Er kopiert gnadenlos filmisch, handwerklich. Auch wenn er im Drehbuch involviert ist, kopiert er die Geschichten. Lance Flair hat er exklusiv. Das meine ich aber nicht. Ich würde nur noch vielleicht sagen, die beiden würgen sich hier gerade gegenseitig fast. Nee, ich würde nur noch kurz fragen, wie viel Zeit hatte denn JJ nach der Ankündigung und nachdem ihm das Projekt übertragen wurde für Star Wars 7? Gott, Alter, das ist das Problem, dass wir keine Fakten verraten. Ja, wie viel? Also, ich glaube nicht mehr als 2-3 Jahre, ne? So. Diese Zeit hat er jetzt auch nochmal, nur gibt es schon ein übergespanntes Drehbuch. Also hat er vielleicht bei Star Wars 7 auch einfach nicht die Zeit gehabt, was Kreatives abzuliefern. Aber der Druck war extremst hoch, was Vernünftiges abzuliefern, weil das Star Wars ist, das ist wahrscheinlich die weltgrößte Marke, ja, die es überhaupt ja gibt. Inzwischen vielleicht nach Marvel, aber die größte Einzelmarke von einer einzelnen Geschichte. So, der muss also delivern. Also setzt er lieber auf ein Pferd, was sich bewährt hat. Sprich, er kopiert quasi nochmal Episode 4. Jetzt haben sie aber eine übergeordnete Story genau, für also 8 und 9. Ja, und er kann weil er kann ja nicht rückgängig machen, was da jetzt passiert. Genau, das heißt, er kann in Episode 9 das vielleicht zu einem vernünftigen Ende führen und handwerklich sauber machen. Ja. Also das Ding ist einfach, Episode 7, um noch einmal kurz zurückzugreifen, ja, aber er musste, wie Lasse schon sagte, Star Wars ist so eine mächtige Marke und du musst einfach ein sicheres Ding landen. Und weil wenn du den ersten verkackst, ne, dann sind gleich die Folgefilme mit in Gefahr. Also fürs Publikum. Ja. Trotzdem gehen da viele rein, weil es wie bei der Mumie. Wie viel Milliarden hat das denn gekostet? Also die haben die Rechte gekostet für Disney 7,5 oder so, glaube ich? Nein, weniger. Echt? Ja. Jetzt kommen wir hier nicht mit Fakten, sondern wir wollen jetzt nur unsere subjektive Meinung beschreiben, so, hinsichtlich der Wahl des Regisseurs J.J. Abrams. Ja, nun bleib ruhig. was ich damit nur sagen will, dass Episode 7 halt alle möglichen Fans enttäuscht hat. Zufriedenstellen musste. Und dadurch vielleicht auch einige enttäuscht hat. So, er musste halt irgendwie den sicher gestalten und dann hat er halt viel Episode 4 kopiert, aber haben wir das im Kino direkt gemerkt? Also ja, klar, natürlich haben wir das im schon, Kino gemerkt. Also natürlich. Ich saß im Sessel und dachte, was ist das denn? Das ist eins zu eins, darüber müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren. Aber es geht jetzt darum, um die kreative Entscheidung oder die Entscheidung zu nehmen, J.J. Abrams statt Colin zu nehmen, und ich finde das schade. Ich fand das richtig schade, als ich das gehört habe. Ich dachte, danke Kathleen, du hast das zu entscheiden, hast es leider, weiß ich nicht, wieder ihn genommen. Ja, aber das ist ja auch ein Trend, der zu erkennen ist. Also er hat ja jetzt auch nicht viele Filme vorher gemacht. Einen Indie-Film und dann einen großen Film und dann Star Wars bekommen, fast. Er hat Star Trek gemacht? So war das. Nein, ich meine jetzt Colin. Ach, Colin. So, ja, wenn wir jetzt zurückblicken, Gareth hat einen kleinen Indie-Film gemacht, Riesenfilm Godzilla, dann genau. Rogue One. So, ja gut, Rian Johnson hat schon ein paar mehr Filme gemacht und JJ auch. Aber diese für gerade Episode 9 und die Standalone-Filme haben sie ja immer versucht, Regisseure zu nehmen, die irgendwie eine Vision haben, eine eigene, wie du meinst, ne? Die Vision des Regisseurs, und vorher noch nicht so viel gemacht haben. Und das war vielleicht auch der Fehler, weil vielleicht, also die Vision hat wahrscheinlich einfach nicht in das Star Wars-Universum gepasst, was Kathleen und ihrem, keine Ahnung, Schätzstab davor schwebt, wo wir uns jetzt hinbewegen. Die wollen halt einfach safe sein, das verstehe ich schon. Ja, die wollen safe sein, Abrams ist safe, weil der hat Episode 7 safe gemacht. Ja. Also fertig. Ja, aber nun, wen hättest du denn genommen, wenn nicht JJ oder Colin? Also auf jeden Fall. Wenn du die freie Wahl hast. Nicht wen du nicht nimmst, sondern wen du nimmst. Wen du genommen hast. Einen von unseren 4 Regisseuren, von dem wir mal wissen, dass die geile Sachen abliefern. Und zwar? Lasse muss mir jetzt noch mal gucken. Ja. Also Iñárritu, Villeneuve, Nolan. Villeneuve, Iñárritu,
Nolan und der vierte war im Bunde. Du meinst nicht Cuarón, oder? Ja, doch, Alfonso Cuarón. Doch, das sind aber alles keine großen Franchise-Regisseure. Die machen ihre eigenen Filme, die jetzt. Die lassen ja, dann würde ich auch sagen, Villeneuve. Ja, jetzt mit Blade Runner, aber sonst nie. Und Blade Runner ist auch. Ja, aber. Hey, Moment mal, aber Nolan hat auch die Batman-Trilogie gedreht. Ja, aber das ist die Frage, ob einer von denen ablehnen würde, wenn ihm Star Wars angeboten würde. Ich liebe die alle, aber ich glaube nicht, dass die Star Wars nehmen würden. Weil sie wissen selber, dann müssten sie sich, da ist nämlich das Ding, dann müssten sie sich so der Star Wars-Vision fügen, wozu sie nicht bereit wären. Weil sie halt so eine feste, sie sind so große Regisseure, die ihre eigene Vision haben und wissen, die funktioniert. Und deshalb würden die nicht da reinpassen. Also klar, du sind die super, aber. Daniel hat gerade ein bisschen gepieselt. Ein bisschen Angst gepieselt. Also ich könnte mir das auch vorstellen. Ich glaube, Nolan zum Beispiel hätte es gemacht, wenn man ihm gesagt hätte, hier, du machst 7, 8 und 9, wie bei Batman. Dann hat er seinen eigenen Stempel da die Gelegenheit. Aber Nolan, nur einen... Ich Nolans Filme an, die sind so einzigartig kreativ. Ja. Die kannst du nicht ins Star Wars-Universum packen. Ja, ich glaube vor allen Dingen... Was soll denn das? Natürlich kannst du die in Star Wars... Dann wird Star Wars mal interessant, nämlich... Ich glaube, was die machen können... Du kannst doch nicht ein Dunkirk oder ein Inception oder was auch immer, Interstellar... Diese Mechanik, diese erzählerischen Finessen, die er anwendet mit Zeit und dem ganzen Drumherum, die passen nicht ins Star Wars-Universum. Ja, selbstverständlich passt das nicht. Ich glaube, was du machen kannst, und ist vielleicht auch ein Kompromiss für euch, ist, wenn... ich liebe Nolan, aber die passen da nicht rein. Wenn sie einen Spin-Off machen, wäre vielleicht möglich. Das wäre okay, ein Standalone, aber nicht in die Trilogiefilme. Ich glaube auch, das ist insofern schwierig, weil da drei verschiedene Leute dran werkeln. Das heißt, das muss jemand sein, der gut da bereit ist, im Team zu arbeiten. Warum haben sie es denn nicht gleich so gemacht? Ein Regisseur, der einigermaßen so nicht nur Durchschnitt ist, weil sie es zu schnell raushauen müssen. Die haben die drei Filme und der eine ist noch im Rohschnitt, wenn der nächste schon anfängt, seine Dreharbeiten zu beginnen. Das ist auch das Problem. Dass sie, finde ich auch, dass sie vorher gesagt haben, wir bringen jetzt an diese drei Filme raus und dazwischen noch Standalone-Filme. Also jedes Jahr Star Wars. Und deshalb wurde er jetzt auch durch den Regisseurwechsel Episode 9 auf 2019, den Winter 2019 verschoben. Sie wollten ja eigentlich wieder Star Wars zum Sommerkino machen, was ja jetzt aber dann wieder... Du musst ja den Hype aufrechterhalten, das geht ja nicht anders. Ja, aber du kannst einen Hype über 3 Jahre aufrechterhalten. Du musst nicht jedes Jahr ein Star Wars rausbringen. Doch schon. Nein. Laberst du denn da? Nein, das geht nicht, das geht vielleicht... Das ist Quatsch, guck doch mal die Prequel-Filme und auch die alten kamen im 3-Jahres-Rhythmus. Ja, aber heutzutage sind wir einfach schnelllebiger. Das ist so, es kommt viel mehr Quatsch raus. Ach, so ein Quatsch. Star Wars hat sich doch über 30 Jahre, ich weiß, da sind wir jetzt wieder verschiedene Meinungen, aber Star Wars hat die Prequel-Trilogie überstanden und über 30 Jahre Fans bei Laune gehalten. Dann kannst du ja wohl 3 Jahre warten auf einen Film. Ja, aber die werden sich schon was dabei denken, wenn die sagen, wir hauen das jedes Jahr raus. Ich bin mir sicher, dass es da Marktforschung... Klar ist das Wirtschaft, aber es lohnt sich offenbar. Sonst würden sie es nicht machen. Aber Star Wars ist so eine Marke, damit kannst du Geld drucken. Das musst du nicht jedes Jahr... Wir sehen doch, wo uns das hinführt. Aber offensichtlich... In den Dreharbeiten, da kommen wir gleich zu, vom Han-Solo-Film, die Regisseure kicken und der kommt nächstes Jahr im Sommer. Aber offensichtlich lohnt es sich so sehr, dass sie es machen. Denn die haben diese Marke und die wollen die Marke bestimmt nicht verkacken. Wenn die also der Meinung wären, der ihr seid, ach ja, den Hype schaffen wir über 9 Jahre aufrechtzuerhalten und bringen alle 3 Jahre einen raus, dann würden sie es nicht so machen. Das ist ein Multimilliarden-Ding. Diejenigen, die da entscheiden, die werden wissen, was sie tun und die werden jede Menge Wirtschaftsleute haben, die dahinter stehen und genau überlegen, wie sich das Ding am meisten rechnet. Und am meisten rechnet sich das, wenn es erfolgreich ist. Daniel? Jetzt sind wir einer Meinung, bitte halte dagegen. Ja. Habe ich völlig Unrecht damit. Das ist ein Multimilliarden-Ding. Die werden nicht da irgendwie aus dem Bauch heraus sagen, wir machen da und da und da ein Datum, sondern das wird sehr genau vorher und nachher geprüft worden sein und die wissen, was sie da tun. Ja, und deshalb verschieben die jetzt markttechnisch auch und feuern und bauen neu und schreiben neu und weil das alles so bis ins Detail durchgeplant ist. Und weil es so richtig gut läuft. Aber das ist das Problem, wenn du etwas bis ins Detail durchplanst und dann auch nur die Kleinigkeit schief geht, dann musst du alles über den Haufen werfen. Ja. Ja. Das ist scheiße, klar. Und das geht halt bei solchen Projekten nicht. James Cameron dreht doch gerade alle 3 Avatar-Teile hintereinander. 3 oder 4 sogar, ne? Hintereinander. Ja. Aber er hat das 5, 6, 7 Jahre geplant, diesen Dreh, der jetzt, während wir hier reden, stattfindet in Amerika. Wohlbemerkt. Unfassbar. So, aber das wisst ihr, er hat richtig viel Zeit gehabt, die Technologie zu entwickeln, die Story zu entwickeln und dreht das jetzt einmal ab.
und kann damit machen, was er will mit dem Material sozusagen. Also das Hin- und Herschneiden und hat da noch richtig viel Zeit für. Das ist eigentlich ganz nett. Aber wenn du... Ich glaube, das ist doch der Kniff. Die hätten einfach später anfangen dürfen mit Star Wars. Die hätten einfach nicht jetzt letztes Jahr hätten sie nicht schon anfangen dürfen. Vorletztes Jahr hätten sie nicht schon anfangen dürfen, Star Wars rauszuhauen. Die hätten mit dem ersten einfach 2-3 Jahre länger warten müssen und das dann, so wie ihr gerade sagt, machen. Dann ja, aber sind die alle schon weiter. Da sitzen wieder deine Wirtschaftsleute. Marke ist gekauft, jetzt muss damit was gemacht werden. Die müssen sich einfach mehr Zeit lassen, wie Peter Jackson und Herr der Ringe, der 5 Jahre Zeit hatte, um diesen ganzen Dreh zu planen. Oder wie James Cameron und Avatar. Warum machen die das da auch nicht? Das ist voll der Fehler. Ja. Warum? Weil das Wirtschaftler sind. Ja, eben, genau. Also ich verstehe dich schon, aber... Und das ist zum Beispiel Kathleen Kennedy, ist ja keine Regisseurin, sie ist Produzentin. Was macht die Produzentin? Sie guckt aufs Geld. So, die machen nichts anderes als Wirtschaft und ja, Finanzen. Ja, aber von ganz vielen tollen Visionen und... Finanzen, Wirtschaft und Kreativität beißt sich in dieser Hinsicht total. Ja, aber von ganz viel Vision und Kreativität hältst du so ein Ding nicht am Laufen. Ja, Moment, von Vision und Kreativität hält man einen Film nicht am Laufen. Nein, aber die ganze Marke, dann hat jeder Teil nur einen Bruchteil des Geldes. Also ich will ja, ne, ich bin ja bei euch im Grunde. Ich sehe den Wirtschaftsanalysten. Ja, ich bin ja im Grunde genommen bei euch, aber das geht halt. Also, ne, es wird ja gute Gründe geben, warum sie es so machen. Die machen das ja nicht einfach so. Ja, darauf aber du merkst, hinaus. Dass da Fehler entstehen. Das riecht Feuer, das wusste ich. und du merkst, dass da Probleme entstehen. Ja, wir müssen einfach... Die Frage ist, entstehen solche Probleme nicht auch, wenn sie mehr Zeit haben? Das ist ein Konzept eines Großkonzerns. Punkt. So, das muss gut geplant sein. Jetzt merkst du, jetzt kriegen wir Autonormalverbraucher über das Internet mit, irgendwas lief da schief. Wer weiß denn, was da überhaupt schief eigentlich? Wer weiß denn, was da schief läuft? Was da passiert ist eigentlich hinter den ganzen Kulissen? Oh. Denkst du, die teilen uns das mit? Also, ja. Wären wir ganz schön naiv. Am Ende hat Colin Trevorrow eine Alte von irgendwem gebumst und deswegen fliegt er raus. Also, im Ernst, wer weiß. Ja, solche Gerüchte gibt es ganz was anderes, aber gibt es ja bei Hannover 96 hier gab es ja Gerüchte, weil der eine Trainer oder was entlassen wurde, dass der mit einer Spielerfrau und so und dass der deswegen, also solche Sachen gibt es so im Hintergrund, die wir nie erfahren, aber das stimmt natürlich schon. Naja, genau. So, ich glaube, das ist es vielleicht zu Star Wars 9, weil da kommen wir nicht weiter. Du sagst, also Henrik sagt, oh super, JJ. Nee, also super oder, nicht, wie oder gesagt, ist also zumindest Ryan positiv. Ich finde es akzeptabel. Genau, also besser als Colin und ich schon eben sagte zu den anderen Regisseuren, die du genannt hast, ich finde, die passen nicht in so einen Trilogiefilm, die sich nicht fügen. Komm, das siehst du doch ein, oder? Nein, ich sehe es nicht ein, denn die Regisseure, die ich gerade genannt habe, wissen, wie man mit Filmhandwerk und mit der Filmsprache spezifisch umgeht, um eine gute Geschichte zu erzählen. Und das tut J.J. Abrams nicht, weil, wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal, er ist ein Kopierer. Immer wieder auf J.J. Warte mal. Immer Ärger mit J.J., da sind wir jetzt aber gerade nicht. Wir sind gerade bei 4 Regisseuren und nicht bei J.J. Du musst nicht alles immer im Vergleich mit J.J. sehen. Nein, aber J.J. in Ruhe. J.J. ist genauso wie Ron Howard, zu dem wir gleich kommen werden, ein Durchschnittsregisseur. Das heißt, er kopiert, er macht dreht einen ganz gewöhnlichen Otto-Normalverbraucher-Film in der Hinsicht, wo alle mit zufrieden sind. Und das ist ja auch das, weil alle wollen es ja gucken, der ganze Planet muss das sehen und muss damit zufrieden sein. Das heißt, wir brauchen ein Universalkonzept, der liefert dieses Universalkonzept und fertig, genau. Aber es steckt nichts Originelles dahinter. Und die 4 Regisseure, die wir gerade genannt haben, sind originell. Ja, aber die sind so originell, die haben wahrscheinlich keinen Bock auf Star Wars. Da würde ich schon Henrik auch recht geben. Also, weil, ne? Das ist wie mit der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Gottschalk für Wetten, dass und keiner hatte Bock. Ja, weil es zu riskant ist. Also ich an deren Stelle, wenn ich weiß, ich bin ein geiler Regisseur, und ich liefere jedes Jahr Filme ab, die von der Kritik bis ins Kleinste gefeiert werden. Ja. Ich bin noch nicht wahnsinnig und begebe mich jetzt zu Star Wars. Der lässt sich ja nicht von irgendwelchen Produzenten dann sagen, nee, das müsst ihr aber jetzt machen. Und deshalb sagen die, nee, Star Wars... Das erinnert mich an Harpe Kerkeling. Das ist das Ding. So, und Rian Johnson, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie Episode 8 aussieht, aber vielleicht wäre der noch eine gute Wahl gewesen für Episode 9, war ja auch irgendwie gemunkelt. Gerne gesehen hätten. So. Ja. Aber ich glaube auch, wenn du dann 4 Jahre an diesem Franchise sitzt, dann bist du auch komplett auf. Und ich glaube, er wollte das auch nicht. Und ich kann das auch voll verstehen. Also von daher... Wie wär's mit Wonder Woman? Wie heißt sie gleich noch? Oh, Patty Jenkins. Ja, das wäre jemand, ich glaube, die würde reinpassen. Absolut. Die kann dieses in ein großes Universum reinbauen. Offenbar. Also ich, ohne den Film gesehen zu haben, weiß ich, wie Daniel den abfeiert und sagt das deswegen. Und die wäre vielleicht jemand, wenn die jetzt nicht am zweiten Teil drehen würde und wenn nicht Marvel seine Leute endlos versklaven würde für immer weitere... ist nicht Marvel, ne? Doch.
Nee, es ist, DC. DC. Aber es ist dasselbe in grün. So, wenn die nicht ihre... Ja, aber die wollen auch, die brauchen auch ihre Leute da, die sie für 17 Teile brauchen. Ab. Ja, echt. Ja, die hat, ist doch jetzt auch schon für einen zweiten aber Teil dabei, oder? Bitte, Patty nicht unsere zwei Abonnenten. Aber Patty Jenkins. Patty Jenkins sofort. Ja. Da würde ich sagen, unterschreiben, die kann im Mainstream was machen, aber sie macht was Besonderes im Mainstream. Das meine ich. Aber trotzdem sind die ja von DC. Aber trotzdem sind die doch von DC versklavt für die nächsten Teile schon wieder. Wahrscheinlich schon. James Gunn. Dann sag doch nicht, das ist Unsinn, wenn ich das gerade sage. Nein, ich wollte nur sagen, was hat... Marvel DC ist alles derselbe Mist, da unterschreibe ich auch für. Ja. Ich wollte noch ganz kurz James Gunn einführen. James Gunn. Ja. Okay, aber erzähl weiter. Nee, also ja, aber nee. Patty Jenkins, was hat die vorher gemacht? Ach du, ich hab das jetzt nicht verstanden. So, aber pass auf, das wäre wieder so ein Fall von ein Superhit, woo, nehmen wir. So, und dann stellt sich raus, okay, aber... Vielleicht war es auch nur so ein Lucky Punch, weiß man ja nicht. Und ich weiß nicht, also tue ich mich auch schwierig mit, wenn jemand nur ein, zwei gute Filme gemacht hat. Ach komm, du hast, nee, da musst du Wonder Woman aber sehen und dann weißt du, dass die Frau echt abliefern kann. Ja, okay. Ich glaube, wir haben das große Problem hier bei Star Wars generell einfach, dass wir sehr unterschiedlich, oder ihr beiden auf jeden Fall, ich nehme mich jetzt mal generell raus, weil ich habe nicht so hohe Erwartungen an Star Wars wie ihr beiden, Aber dass ihr sehr unterschiedliche Vorstellungen davon habt, was ein guter Star Wars Film ist, sieht man ja auch daran, dass Henrik nur die alte Trilogie mag, Daniel aber auch die neue. So, ihr habt also sehr unterschiedliche Vorstellungen und wollt aber trotzdem was Uniques, was irgendwie Besonderes, Eigenes für Star Wars. Dass eure Vision aber auch schon völlig verschieden ist davon, was richtig gut ist, kommt schon dazu. Und dann merken wir, dass wir genau das Dilemma hier sitzt am Tisch haben mit drei Personen, was Kathleen Kennedy hat, mit ganz vielen. Ja. Sie braucht jemanden, Und die haben alle eine Million oder mehr. So, und sie braucht jemanden, einen Regisseur, der alle irgendwie zufriedenstellt. Denn wenn nur einer von euch beiden sagt, oh, das ist ein richtig geiler Film, und der andere sagt, das ist eine Katastrophe, dann heißt das auf die Bevölkerung abgebildet, dass, keine Ahnung, 100 Millionen Amis den Film richtig gut finden und 100 Millionen richtig scheiße, die kaufen dann keinen Merch mehr. Aber ganz kurz. Darf ich einmal eingreifen, nur infomäßig? Also, IMDb sagt, 2001 hat sie zwei Kurzfilme gemacht: Just Drive und Velocity Rules. Dann hat sie einen Film Monster gemacht, 2003, mit Charlize Theron. So, dann hat sie eine Folge Arrested Development gemacht, zwei Folgen Entourage, Five, ein Fernsehfilm, 2011, zwei Folgen The Killing, also erstmal nur TV, ne? Oder Serien, wie auch immer. Dann hier nochmal Betrayal eine Folge, dann Exposed und wieder ein Fernsehfilm. Okay, so, und jetzt Wonder Woman, also eigentlich nur Serien oder Fernsehfilme. Bam, Wonder Woman, Big Hit, so, und die nehmen wir jetzt für Star Wars. Weiß ich nicht. Naja, wie auch immer. Ist egal, es geht um Star Wars, das ist so wichtig. So, was ich nochmal zu Lasse sagen wollte, ist, bei Rogue One hat es doch geklappt. Rogue One hat uns alle zufriedengestellt. War aber auch... Das ist korrekt. War aber auch ausgegliedert von der Reihe. So, wir haben einen Standalone-Film. Einmal das, und ich mag ja auch Gareth Edwards, ich mag ja auch Godzilla, ich weiß, das sei der andere Meinung. Das wäre auch so ein Beispiel, hat ja auch erst Monsters gemacht, einen kleinen Indie-Film, dann Godzilla, bam, so, und jetzt Star Wars. Aber da gab es ja auch... Godzilla war aber nicht so ein Bam, wie es Wonder Woman ist, im narrativen, also wie im... Ja, aber das ist, wie lassen Sie aber es war ein Erfolg. Aktionären egal. Ja, es war ein erfolgreicher Film. Das Budget ist wahrscheinlich ähnlich von Godzilla oder Wonder Woman. Ob jetzt bei der Kritik der ankommt oder nicht. Okay. Also was wollte ich sagen? So, ich fand ihn auch super und man kann ja auch nicht hinter die Kulissen gucken, aber da gab es ja auch Gerüchte von wegen Nachdrehs. Und ich will einfach dran glauben, dass er schon das meiste gemacht hat, aber es war da auch viel Gerede, oh Gott, Nachdrehs und wird der Film jetzt lustiger und oh Gott, was passiert? Also ist auch im Dunkeln, wie es da zum Schluss aussah, wer da den Final Cut hatte und solche Sachen. Und man muss ja auch sagen, so ein Nachdreh wird ja auch nicht anberaumt, weil der Film schon voll super ist. Ja, aber Nachdrehs sind eigentlich standardmäßig drin immer. Die sind immer anberaumt. Ja. Aber da war ja viel Gerede darum, dass die auch etwas größer ausfielen. Also aber wie gesagt, sowas wird ja passiert ja nicht, weil der Film schon so gut ist. Und da haben sie ja das die großflächig. Ja, das ist schon richtig. Also im Zweifelsfall wird es ja besser durch sowas. Ja. Nicht immer leider, aber. Ja. Okay, kommen wir jetzt so zum nächsten. Ich denke auch, wir können stattdessen. Vor wenigen Wochen sind Phil Lord und Chris Miller aus Han Solo geflogen. Autsch. So, die haben vorher unter anderem 21 und 22 Jump Street gemacht und The Lego Movie. Und dann. Ja, 21 und 22 muss ich auch lachen. Die sind. 22 habe ich nicht gesehen, 21 ist lustig. Der Lego Movie war süß. Ja, den habe ich sogar geblieben. So, und jetzt, ich weiß nicht.
ein, zwei Monaten oder so, wurde dann bekannt gegeben, dass sie in den Dreharbeiten von dem Han Solo-Film, der nächsten Sommer rauskommt, rausfliegen. Das ist aber sehr selten. Habt ihr sowas schon mal mitgekriegt? Nee, nee. Das ist schlimmer als Del Toro und Peter Jackson, weil das war noch vor dem Dreh und nicht direkt während der Kreativphase. Das ist schon echt krass. Ja, also da kannst du auch im Grunde genommen... Und dann hat Ron Howard übernommen. Ja, aber das war ja wohl richtig heftig, was da abgegangen ist am Set, dass die gar nicht so richtig umgehen konnten mit den Mitarbeitern und die Crew sich beschwert hatte. Ja, da gibt es ja auch wieder Gerüchte über Gerüchte. Also was ich unter anderem mitbekommen habe, das Drehbuch wieder geschrieben von Lawrence Kasdan und seinem Sohn, also die auch Empire Strikes Back das Drehbuch geschrieben haben und auch mitgeschrieben haben Episode 7. Okay. Also Lawrence Kasdan. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so lange im Business ist und so eine klare Vision von Star Wars und dem Han Solo-Film hat, und dann kommen da zwei junge Regisseure, die, wie gesagt, ihre eigene Vision haben und eher aus dem Comedy-Bereich kommen und vielleicht auch mal ihre Schauspieler hier improvisieren lassen, dass er das nicht so gerne sieht, ne, was da denn mit seinem Drehbuch oder mit dem Star Wars-Universum angestellt wird. Also ich glaube, da sind auch wieder Visionen. Ja, aber Punkt A, wussten die das denn vorher nicht, wie die am Set arbeiten? Das muss man ja wissen. Wenn genau, man so das denke ich mich auch. B, wieso warum, nimmst du solche Leute warum nimmst du dann? Warum nimmst du dann noch zwei Regisseure? Davon ganz ja, ich glaube, die agieren immer im Verbund. Oder ja, so aber ist das nicht auch ein bisschen riskant? Ich glaube, wenn zwei gut zusammen können, wenn sich das bewährt hat, ist ja okay. Aber die Brüder drehen auch nur zusammen. Hier Captain America, Winter Soldier und Civil War. Und jetzt Infinity War, also von daher. Okay. Na gut, aber... Oder die beiden inzwischen weiblichen Matrix. Achso, die Wachowski. Ja. Aber du musst ja wissen... Schwestern jetzt. Du musst ja wissen, wie die am Set arbeiten. So, und wenn du weißt, die improvisieren mit ihren Schauspielern am Set und so, dann ist das schon mal nicht gut für das Star Wars Franchise. Das hätte Kathleen ja vorher checken können. Ja, aber also ich frage mich eh, also da muss ich ja... Ich glaube, da war aber der Urgedanke der richtige, so dass sie sagen, oh, wir wollen jetzt mit den Standalone-Filmen was anderes, Frisches machen und holen uns die beiden jungen, hippen, frischen Comedy-Regisseure ran. Und dann haben sie am Set gemerkt, die wollen ja gar nicht das, was wir wollen. So, und ja, dass es dann halt so spät passiert ist, dass sie geflogen sind, das ist halt, finde ich, mega irritierend. Ja, also das ist schon krass, weil das haben wir ja, da meintet ihr auch beide gerade, ne, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das jemals so hatten in dem Film. Ja. Also bei anderen Filmen, wenn sowas passiert, werden die rausgeschmissen und es wird einmal komplett alles auf Anfang gesetzt, auf Null. Mhm. Dann entweder macht jemand anderes das Projekt oder das Projekt gibt es nicht. Das Projekt gibt es nicht, kommt hier nicht in Frage. Und das zurückzusetzen, schwierig. Gleich nochmal. Aufgrund des Zeitplans wahrscheinlich nicht. Aber es ist trotzdem krass. Also für den Film sehe ich ehrlich gesagt jetzt auch schwarz, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand jetzt in der Zeit retten kann. Denn da muss man ja jetzt also so viel flicken und schneiden und tralala, wenn man da was Vernünftiges draus machen will. Das ist schon krass. Ja, das wird sehr interessant. Da gibt es ja bestimmt Szenen, die schon irgendwie in der Postproduktion sind oder so. Ja. Wenn das jetzt, ne, also muss ja. Und da jetzt noch was dran zu machen oder die irgendwie reinzubauen, weiß ich nicht. Vielleicht macht er einen Kurzfilm draus, dann geht das noch. Also der arme Ron Howard, ne? Ja. Weil Ron Howard bisher, der hat ja Beautiful Mind gedreht, als guter Film, aber er ist halt auch wirklich, was andere Filme betrifft, ein Durchschnittsregisseur. Also hier mit diesem Da Vinci Code, Inferno, dann jetzt hier auch Im Herzen der See und Rush, also diese ganzen Filme. War aber cool. Ja, aber Rush gehört wieder zu den besseren Filmen. Also der, mit dem hatte ich Spaß. Gut. Das war ein schöner Film. Was sonst vielleicht positiv ist, dass er dass er sehr gut ist. Sehr gut befreundet ist mit dem George Lucas. Der hat ja 1973 schon in seinem American Graffiti-Film mitgedreht von George Lucas. Hat auch das Vorwort geschrieben in der Biografie zu George Lucas. Da gibt es so ein großes Buch. Das habe ich da Ron Howard schon alleine das Vorwort verfasst. Das heißt, er ist mit George Lucas ziemlich gut. Hat er hat es auch sogar hat auch Willow gedreht. Genau. Willow. Achso, Willow hat er gedreht. Mhm. Auch, also er kann mit dem George Lucas. Und ich habe auch gehört, er sollte ja ursprünglich Episode 1 drehen. Hat George Lucas ihm angeboten oder so ähnlich, aber. Das weiß nicht. Wollte er nicht. Okay, das kann sein. Ist wieder nur so. Gut, aber jetzt auch nach Im Herzen der See und so, als ich das gesehen habe, dachte ich, war es ja Ron Howard, auch wieder so Durchschnitt. Na, aber wenn er mal Durchschnitt, mal nicht Durchschnitt. Inferno war jetzt auch nicht so prickelnd, Da Vinci Code fand ich schon wieder besser. Ja, also, aber wenn er alle wieder besser, ist nicht das, was wir für Star Wars wollen. Da wollen wir alle richtig geil. Und wieder besser reicht er nicht. Trotzdem hat er auch schon, also wie gesagt, ich fand Rush ziemlich gut. Ich fand Beautiful Mind natürlich super. Dieser Frost Nixon, den er irgendwann mal gemacht hat, war auch cool. Apollo war spannend. 13. Stimmt, ja. Also ich glaube, der hat schon ein paar gute Dinger. Theoretisch,
wäre das ein schönes Ding, glaube ich, könnte das sehr schön werden. Und im schlimmsten Fall wird es halt Durchschnitt. Schlecht macht er nichts, oder? Gibt es irgendwas? So, das Problem ist nur, er hat nur ein halbes Jahr Zeit. Ja. Oder dreiviertel Jahr. Ja. Das macht es extrem schwierig. Ja, ich glaube, das ist ein guter, ich weiß jetzt auch zu wenig über ihn, aber ich vermute jetzt, das ist ein guter Regisseur for hire. Also dem sagst du, okay, so wird's gemacht. Das, das wollen wir sehen. So ein Söldner. So ein Söldner-Regisseur. Und dann macht er das. Aber ganz ehrlich, wer braucht denn auch einen Han Solo-Film? Das Gespräch hatten wir kurz vor dem Podcast. Ja, genau, das wäre jetzt das nächste. Also Henrik, wer braucht einen Han Solo-Film? Niemand. Und da sind wir endlich einmal d'accord. Oh Gott. Wir schütteln uns jetzt gerade die Hände. Wenn ja, ich das noch erleben darf. Was ich dann erzählt hatte, es ging jetzt Tweets rum von Ron Howard, der wohl die beste Quelle an Informationen ist. Offensichtlich. Was Drehs zu Han Solo angeht. Unter anderem hat er jetzt einen Screenshot auf Twitter veröffentlicht, oder ja, ein Bild auf Twitter veröffentlicht von einem Minenschacht, wie man drauf erkennen kann. Oh Gott, mit der Unterschrift Moria. Irgendwie, irgendwas durch die Minen mit, it's gonna be spicy oder irgendwas mit spicy so. Und Spice ist ja eine Droge im Star Wars-Universum und die wird auf Kessel abgebaut. Kessel ist ein Planet. Auf der, bei dem Han Solo, ist egal, ich schüttel den Kopf so, bei dem Han Solo den Kessel Run unter 12 Parsecs absolviert hat. Stimmt. So, genau. Nee, ich habe mir überlegt, wie kann man einen Planeten Kessel nennen? Das, deswegen habe ich mit gedacht. C und dann L-E. Nee, K-E-S-S-E-L. Kassel. Ach, Kassel. Ja, Hessen-Kassel. Nee, ach, Kassel. Also mit E meine ich sogar. Also K-E-S-S-E-L. Kessel. Kessel. Ja, aber Kaschik versus Kessel. Kassel. Ja, Kaschik ist geil, das wird mit 3 Y geschrieben. Von Corson nach Kaschik zu Kessel. Okay, ja. So, und da gibt es das dann diese Droge. Spicy. Ja, irrelevant. Spicy. So, worauf ich hinaus will, ein Nebensatz, was ich eben zu dir auch gesagt hatte, ist meine Originaltrilogie gedroppt. So, und jetzt gibt es die Vermutung natürlich, dass sie das jetzt zeigen. Also dieses ganze Mysterium aufdröseln. Stell dir das mal vor. So, und wir wissen ja auch, okay, er trifft Lando Calrissian und wir wissen, okay, von ihm hat er den Millennium Falcon, also gut, vielleicht sehen wir, wie er den bekommt und dieses ganze Entmystifizierende, das finde ich... Ja, und vor allen Dingen, weil wir die Figur des Han Solo bereits ausführlich kennen. Wir kennen ihn ja in seinen jungen Jahren schon. Wie alt war er bei Episode 4? 30? Keine Ahnung. Ja, sowas. Ich glaube, ja. So, guck mal, 30, das ist ja nichts eigentlich vom Alter her. Dann lernt er seine zukünftige Frau kennen. Wir wissen, dass die heiraten. Wir wissen, dass sie ein Kind kriegen. Das wissen wir. Dann wissen wir, dass der Sohn ihn letztendlich umbringen wird und wir wissen, wie diese Figur verstirbt. Was gibt es da jetzt noch groß zu erzählen? Henrik, sag nochmal das, was du vorhin gesagt hast. Entschuldigung, er ist einfach verbraucht. Ja, Henrik, sag nochmal das, was du vorhin meintest, was Dings selber mal gesagt hat. Harrison Ford wollte eigentlich schon, dass Han Solo, der Charakter, nach Episode 5 stirbt. Weil er der Ansicht war, dass alles erzählt war über ihn. So, das muss man sich mal vorstellen. Genau. Er selber sagt das. Er profitiert ohne Frage finanziell stark davon, deshalb wenn wurde es er den auch weitergibt. Eingefroren, weil sie, glaube ich, auch nicht wussten, wie geht es jetzt weiter mit dem Charakter. Ach ja, eingefroren im Wort nicht wahr. Und Endeffekt war es ja in diesem Heldenreiseschema in Teil 1-4. Ja. War es ja einfach der, dieser, wie soll man sagen, der Schurke, der geholfen hat, aber auch so ein Helfercharakter war. Ja, genau. Ja. So ein zwielichtiger Typ halt. Ja. Einfach als Figur war der cool damals. Genau, ja. So, jetzt wollte ich aber noch kurz fragen, wenn der Film Han Solos Jugendjahre aufgreift, dann müsste er ja im Zeitraum spielen von Episode 2. Also noch vor den Klonkriegen, oder? Nee, weil guck mal, Luke ist doch auch irgendwie, wie alt ist der? Vielleicht 18, Episode 4? Warst du 18? Älter glaube ich nicht. Okay, das ist ja auch ein sehr junger, unerfahrener Land. Ja, okay. Also wie auch immer. Sagen wir mal. Also sind ja ungefähr so 18 Jahre zwischen 3 ja. und 4. So, und dann, ja. Ja, genau. Dann müsste Han kannst Solo... Kannst du nicht mit 10 Jahren... Nee, aber ach so, dann spielt aber Han Solo dann noch zu Episode 3 oder wie? Also nach den Klonkriegen, nee, während der Klonkriege. Nee, dann wäre er 10 Jahre alt. Wir sehen ihn ja im Alter von 20 ungefähr jetzt mal in Solo-Filmen. Also ist das dann... Würde ich vermuten. Also ist das dann, als es schon weil Vader... Der Imperator herrscht und Vader gibt es. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber Alden Ehrenreich, ich weiß auch nicht, ob also ich das ausspreche, aber der ist ja... Also gibt es dann schon den Imperator und das Imperium? Ja, ja. Okay, weil wisst ihr, was auch keinen Sinn gemacht hat, meines Erachtens in Teil 7? So, Alden Ehrenreich ist jetzt 27. In Teil 7...
Er sagt doch also Han Solo... Also wahrscheinlich verkörpert er den Jüngeren. Weil in Teil 7 sagt doch Han Solo, ja, alles gibt es. Die Jedi und so weiter und die Macht, das gibt es alles. Ja. Das fand ich, hat nie einen Sinn ergeben. Denn der Jedi-Orden, dieser Jedi-Tempel, den gab es ja schon, sagen wir mal, tausende von Jahren, als es die Republik noch gab. So, und jetzt ist er halt zerbrochen. Und es vergehen, sagen wir mal, 20, 30 Jahre, aber dann weiß ich doch, alleine schon aus dem historischen Wissen, dass es diese Jedi ja mal gegeben hat, die versucht haben, so wie es der Imperator dargestellt hat, halt, die Republik zu stürzen. Ja. Dann weiß ich ja, es gab die Macht und es gab die Jedi und der Imperator ist ja ein Sith, ergo besitzt er eine Macht halt, in dem Sinne benutzt er sie eben negativ. Ja, aber die versuchen aber das ja aus der Universum ist, zu tilgen. Das Universum ist riesengroß und überleg mal, wie erfolgreich Nordkorea damit ist. Bei denen hat Kim Jong-un den Cheeseburger erfunden. So, die schaffen das auch, Informationen irgendwie zurückzuhalten. Und ich glaube, das riesige, mega mächtige Imperium schafft das auch, das so weit zu mystifizieren, dass es höchstens noch ein Gerücht ist, dass es die Jedi mal gab. Das nur noch 30, 40 Jahren. Ja, guck mal, das Universum ist riesig. Na, Alderaan zum Beispiel kann nichts mehr sagen dazu. Ja, aber ich meine, guck mal, in Episode 4, glaubt nicht mal der Generalsstab, oder wie immer du den auch nennen willst, auf dem Todesstern an der... Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Herr, du hast auch schon verkackt. Ja, ich weiß, das tut mir leid. An Darth Vaders Magie, ne, da gibt's doch auch ein Gespräch zwischen denen. Also von daher, ja, es ist halt einfach gesetzt irgendwie, dass sich das schnell verflüchtigt hat, dieser Glaube. Na gut. Oder unterdrückt wurde oder wie auch immer. Also, ja. Okay. Gut, ich denke, jetzt haben wir schon über das Wichtigste erstmal gesprochen, was es aktuell so an Gerüchten gibt. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was einer von euch hinzufügen möchte? Henrik? Daniel? Nein. Gut. Nein. Ich denke, dann können wir das hier fürs erste Mal... Warte kurz, was würdest du gerne als dritten Standalone-Film sehen? Da ist ja Obi-Wan-Film im Gespräch und das will ich auch ungern eigentlich. Also nein, obwohl Obi-Wan-Film in den Klonkrieg stellt. Von Obi-Wan wissen wir ja auch schon viel. Wir wissen, wer sein Mentor war. Weil ich meine, du kannst ihn schlecht zeigen zwischen Episode 3 und 4, wo er nur in der Wüste sitzt. So, und wenn, oder halt nur mit Quink, oder als mit wem? Also mit sich selbst. Oder das könnte dann Ewan McGregor. Das könnte dann Ewan McGregor nicht. So ein Tastenräuber, der nur so Das könnte dann nur Ewan McGregor, glaube ich, nicht mehr darstellen, es sei denn, man macht CGI, man zaubert mit CGI und zwar als Padawan, wie er mit Qui-Gon Jinn Abenteuer erlebt und so, wie in diesen Jedi. Ja, meinst du, die fassen Büchern. Die Prequel-Thematik nochmal an? So, ich glaube deswegen nicht. Was mich interessieren würde, wäre natürlich der Hintergrund von Yoda. Oder. Nee. Das würde mich ja interessieren. Ja, okay. Oder Palpatine. Also, wie eben, weil er manipuliert ja die ganze Republik. Und schwingt sich zum Diktator auf und führt ein Doppelleben. Ja, das ist so ein House of Cards in Star. Und das, ja, und sowas fand ich immer unheimlich interessant. Also wie schafft er es, zeitgleich so in die Politik reinzukommen, aber auf der anderen Seite gleichzeitig noch seine Sith-Ausbildung zu absolvieren. Das würde ich mega interessant finden. Also diese Intrigen, was der da so spinnt und so weiter. Oder auch Count Dooku, der ja mal ein Jedi war. Auch, ich glaube, das war ja der Schüler von Yoda. Ne? Und dann hat Count Dooku Qui-Gon Jinn ausgebildet und Qui-Gon Jinn übergangen. Aber letztendlich hat er dann ja den Jedi-Orden verlassen, um zu den Separatisten zu gehen. Und da würde mich dieser Hintergrund von dem Count Dooku auch interessieren. Nur das ist halt leider der, was heißt leider? Das war ja der ausgesprochen gute Schauspieler Christopher Lee, der schon verstorben ist. Okay, also aber könnte man eine jüngere Rolle. Also ich würde gerne die Klonkriege sehen, weil also... Ja, dann guck Star Wars The Clone Wars. Ja, aber in schön. Also nicht in Zeichentrick. Als Film, ne? Ja. Das finde ich geil. Weil die haben mich immer irgendwie fasziniert an der Prequel-Trilogie. Ach, ja, schon, muss ich sagen. Weißt du, da wird geballert, darauf stehe ich. Nein. Ja, die wurden ja nicht so groß gezeigt. Ja, aber wenn es jetzt einzelne so sein soll, einzelne Figuren aus dem Universum, auf die wir uns ranhangeln sollen, dann wären es für mich nochmal Yoda. Ja, aber hast du irgendwas darüber hinaus, also eine Idee, die nicht sich an Charakteren, die wir schon kennen, dranhangelt? Also irgendwas. Weil ich will, so wie Rogue One, irgendwas sehen, was ich noch nicht weiß. Verstehst du? Also ja. Ach ja, das, was wir gesehen haben in Online, Star Wars Galaxies, wie hieß das? Ja, The Old Republic. Ja. Man sagt ja mal, diese Trailer, die The Old Republic stimmt, angekündigt die sind extrem haben, gut. Dass das die besten Star Wars Filme ever sind. Das sind auch 4-Minuten-Trailer. Ne? Mein Gott, waren das gute Kurzfilme. Ja, ich mag und die auch, aber ich meine... Weißt du, wäre so ein Star Wars Film rausgekommen und ich hatte ja, so dachte ich das ursprünglich, deswegen glaube ich, war ich auch von Episode 7 so enttäuscht. Als ich die gesehen habe von The Old Republic, die Trailer, dachte ich, so einen Star Wars Film wünsche ich mir. Und als ich gehört habe, so ein neuer Star Wars Film kommt im Kino, dachte ich mir, der muss jetzt genauso werden wie The Old Republic.
vom Stil her, von dieser Machart, wie sie so in Zeitlupe die Laserschwerter wegwerfen, Technik, unheimlich geil inszeniert, verschiedene Formen des Laserschwerts und so weiter. Das fand ich schon mega cool gemacht, mega cool gemacht. Und so hätte ich mir Star Wars gern gewünscht als Kind. Aber auch in dem Universum, was irgendwie tausende Jahre vor den normalen. Ja, warum nicht? Ich hätte, also das wird den Casual-Zuschauer komplett verwirren. Das wäre ein Spin-Off beispielsweise. Du hast einen Spin-Off gefragt, das wäre eine geile Idee für eine Spin-Off-Trilogie. So, tausend Jahre vorher, boah, man kann ganz... Spin-Off-Trilogie, du musst ja... Ja, warum nicht? Eine Spin-Off-Trilogie? Ja, also, oder zu einem Spin-Off-Film? Also ich hoffe, dass sie nach den 6 Filmen, die sie jetzt anpeilen, erstmal... Ich verstehe auch nicht, warum sie diese Skywalker-Saga wieder aufgreifen. Ich will eine Big-Budget-Star-Wars-Serie. Das war abgeschlossen, Vader war erlöst, der Luke, der hat alles richtig gemacht. So viel Geld verbrennen, wie sie wollen, aber ich will nicht jedes Jahr weiterhin... Ich will nicht jedes Jahr einen Skywalker-Film haben. Lass sie Star-Wars-Spin-Offs machen. Oder einzelne Figuren beleuchten. Aber lass diese Skywalker-Family mal in Ruhe. Ja, um die Zukunft mache ich mir halt auch noch Sorgen, weil ich meine, was passiert, wenn die Filme durch sind? Nein, weil das also die doch sechs, ganze, die jetzt. Was, das war doch auch bei 7 so bescheuert. Das Imperium war vernichtet. Du hattest deinen kathartischen Moment, fertig, der ist, und dann Happy End dann letztendlich auch. Mhm. Aber dann wieder so eine Story zu entwickeln, dass es wieder so ein Imperium gibt, wieder ein Imperator, und das hat mich so gestört, verstehst du? Ja, ich verstehe dich schon, klar. Ja. So, aber statt, es geht statt halt dann wirklich Star Wars. Ja, aber statt dann zu sagen, okay, wir lassen jetzt diesen Sechser-Kanon da in Ruhe, diese Skywalker-Filme, machen von Anfang an sowas wie The Old Republic, was tausend Jahre vorher spielt, machen da eben, generieren ein geiles Szenario. Ja, aber da musst du auch verstehen, Effekte. Die müssen ja irgendwie die Charaktere, die man kennt, noch irgendwie einbauen, so Luke, Han und Leia und die Geschichte weiterführen. Die können jetzt nicht einfach... Nee, muss man nicht. Die hätten sie auch in Ruhe lassen können. Doch, aber für den Zuschauer schon. Du kannst noch leben. Nicht einfach tausend Jahre vorher eine Trilogie erschaffen. Das funktioniert nicht. Das hat für die meisten... Natürlich funktioniert. Für die meisten ist der Wiedererkennungswert zu groß von so Figuren, die sagen, oh krass, die kenne ich, die habe ich schon mal gesehen. Das ist Prinzessin Leia, aber die ist jetzt alt. Braucht man das? Da sind wir wieder bei der Wirtschaft. Für die meisten schon, weil das zieht. Okay. Wenn da Star Wars draufsteht, muss da auch Star Wars drin sein. Das ist wie... Also ich bin nicht gegen deine Idee, aber... Ich finde das auch cool. Ich werde auch gerne was abgekoppelt. Das betrifft jetzt nur die Generation, die 77 Star Wars gesehen hat. Das betrifft unsere Generation nicht mehr. Ja, na klar betrifft das unsere Generation. Wir haben sind so in der Popkultur verankert. Eben. Da kommst du nicht drum rum. Das sind genau auch die Charaktere, die man sehen. Filme gesehen hat, weiß, dass Darth Vader die kennt man, aber wir sind nicht Vater die. Ist. Ja, die kennt man, weil wir die vielleicht vor 10 Jahren zum ersten Mal gesehen haben. Lass es 15 Jahre sein oder 20, aber nicht 1977. Ja, ist scheißegal. So wie ihr gerade erzählt habt, war es, ich habe die 1977 im Kino gesehen, da war ich und jetzt 40 Jahre später nochmal und die sind alt geworden und so. Ist völlig egal. Wieder, du musst verschiedene Generationen, musstest du mit Episode 7 abholen. Die von 77, die wie uns, die 6-Jährigen, die jetzt in der Werbung sehen, Clone Wars, geil, hab ich Bock drauf. Und also, verstehst du? Und deshalb musst du halt so viele Charaktere mit einbauen und das irgendwie miteinander vereinen. Ich glaube auch, es ist wahnsinnig schwierig. Also, was ich gerne sehen würde, wäre nochmal ein Podrace-Film im Stil von Fast and the Furious. Oha, das wäre so richtig geil. Wo die dann am Ende mit so einem riesen Raumschiff fahren, wie in Furious mit dem Panzer. Geil. So, ja. Hammer. Also ein richtiger Racing-Film. Sternzerstörung. Ja, genau. Okay, ich merke, ich habe euch überzeugt und denke, wir können so einen Talk bestimmt in einem halben Jahr nochmal wiederholen. Denn dann gibt es garantiert Neues. Ne, immer Ärger mit JJ. Erstmal Ryan. Woo! Ryan. Ja, wir werden sehen. Ich weiß nicht, ich hake das Star Wars Thema neuen... jetzt nur ab und. Episode 8, ne? Wir werden über den neuen Star Wars auf jeden Fall reden, garantiert, denn der wird polarisieren und wir werden darüber reden. Und wir werden ihn. Oh, genau. Wir werden ihn natürlich in der Vorpremiere nachts sehen und wir werden darüber sprechen. Das ist, glaube ich, gar keine Frage, denn dafür nimmt es uns alle zu sehr mit. Selbst mich, der ich nur durch euch überhaupt in das ganze Star Wars Ding reingerutscht bin, bin ja da so, dass ich auf keinen Fall gespoilert werde. Nein, mir hat es großen Spaß gemacht, auch mal ein bisschen hier die Kontroversen zu sehen. Ich bin ja auch in die Kontroversen reingerutscht, ich suche das ja auch. Ja, ist ja auch eine Kontroverse. In dem Fall, insofern sind wir eigentlich immer sachlich und hier sind wir immer ganz emotional. Emotional. Ja, also bedanke ich mich, ich hoffe, man kann es vernünftig noch zuhören. Das machen wir natürlich nur für die Zuschauer. Ne? Und es ist nicht zu viel, dass jemand quer reinredet. Dankeschön. Authentizität. Nur man muss es ja auch noch hören können. Aber ich glaube, das war ein ganz schönes Ding. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Danke dir, Lasse, für die Moderation. Tschüss.